Hi Leute und willkommen zur Show mit Christian und der Spiegelreflexkamera. Mir wurde oft vorgeworfen, dass ich McDougall sehr, sehr in Schutz nehme, dass ich über Sachen hinwegsehe, die McDougall sagt und die nicht in Ordnung sind oder die nicht den Fakten entsprechen. Und ich wollte einen von diesen Punkten mal in diesem Video ansprechen, und zwar ist das Thema Vitamin D. Denn es ist keinesfalls so, dass ich McDougall vollkommen in Schutz nehme. Ich denke, dass er zum Beispiel bei dem Thema Vitamin D doch irgendwo stehen geblieben ist. Und auch wenn ich denke, dass er die beste Botschaft allgemein hat, dass er hat das Programm, das am einfachsten durchzuführen ist, das trotzdem gesund ist, das trotzdem Menschen heilen kann, denke ich eben, dass er sich unter anderem bei dieser Sache irrt. Und die Sicht von McDougall ist quasi: Man muss sich um Vitamin D keine Gedanken machen, solange man genug in die Sonne geht. Und Vitamin D-Tabletten bringen nichts und sie sind eventuell sogar schädlich. Und der erste Punkt ist, ich denke mir immer so, McDougall kann gut reden, wenn er halt in Santa Rosa, Kalifornien wohnt und dann noch zeitweise auf Hawaii und Surfer ist und so. Er ist nicht jemand, der in Mitteleuropa wohnt, Westeuropa wohnt, die Hälfte des Tages drin verbringt, an der Uni, am Arbeitsplatz, das halbe Jahr Wolken hat. Ich denke, er kann die Situation da irgendwie nicht so wirklich beurteilen, denn es ist so, dass halt ein gewisser Sonnenstand benötigt wird, um Vitamin D zu produzieren, weil die Intensität ansonsten nicht ausreicht. Wenn jemand von euch Klimatologie im Studium hatte oder so, Lambertsches Gesetz, je weiter man vom Äquator abwandert, desto schräger steht die Sonne quasi. Das heißt, das Sonnenlicht wird über eine größere Fläche verteilt und hat damit eine geringere Intensität pro Flächeneinheit, pro Quadratzentimeter zum Beispiel. Dementsprechend kriegen wir in Europa halt nicht nur absolut gesehen viel weniger Sonne, sondern quasi auch relativ gesehen viel weniger Sonne, weil die Intensität bei uns nicht so hoch ist. Und ich habe immer verschiedene Angaben dazu gelesen, was für einen Sonnenwinkel jetzt genau vorhanden sein muss, damit wir Vitamin D produzieren können. Und die Angaben schwanken irgendwie immer zwischen 35 und 45 Grad oder so. Und das haben wir in Europa so ungefähr zumindest von Oktober bis Mai auf gar keinen Fall. Ich habe mir eine coole App runtergeladen, die nennt sich D-Minder, also einfach der Buchstabe D und dann Minder wie Erinnerer. Und für Amersfoort, also man kann quasi, der sagt einem, wie lange es an dem jetzigen Standort dauert, bis der Sonnenstand wieder so ist, dass man Vitamin D produzieren kann. Und hier in Amersfoort, wo ich gerade bin, sind das 84 bis 86 Tage. Und es ist jetzt der 13. Dezember. Sprich, in ungefähr 3 Monaten könnte ich hier wieder anfangen, Vitamin D zu produzieren. Es ist also für Leute, die in Europa leben oder die halt einfach nicht in Kalifornien leben, ist das schon etwas, womit man rechnen sollte und womit man, wo man sich mit beschäftigen sollte. Denn die allermeisten Deutschen haben einen Vitamin-D-Mangel und McDougall sagt dann ja, aber der Richtwert ist ja viel zu hoch angesetzt, weil seine Frau ist ja die ganze Zeit draußen und surft und so und die hat nur einen Vitamin-D-Spiegel von schlag mich tot oder so. Und der war halt unter dem Richtwert und deshalb sagt er, ja, deshalb kann der Richtwert ja nicht stimmen. Wo ich mir denke, das ist halt keine richtige Wissenschaft, weil das ist eine Studie mit einer Probandengruppe von 1, bei dem sozusagen der Versuchsleiter auch noch das Studienobjekt ist und sowas, das ist halt eine Einzelaussage. Das ist eine Einzelaussage, die überhaupt nicht aussagekräftig ist und wissenschaftliche Studien sagen da halt was anderes. Das ist eben für Leute, die in solchen Gebieten leben, wie wir in Deutschland zum Beispiel oder hier in den Niederlanden, wo ich gerade wohne, ist es sehr wohl ein Problem. Und die einzige Möglichkeit, Vitamin D dann zu produzieren, ist halt entweder im Sommer so viel rauszugehen, dass man den Speicher fürs komplette Jahr voll hat, was dann aber auch impliziert, dass man in eine Region gehen müsste, wo halt die Sonne wirklich, wirklich knallt, damit das geht. Der Körper kann aber auch nur eine bestimmte Summe Vitamin D produzieren quasi. Man kann sich mit dem Vitamin D, das man selber produziert, also es wird ja durch Sonneneinstrahlung produziert, ultra einfach gesagt, kann man sich selber nicht vergiften, weil der Körper da ja Schutzmechanismen hat.
Aber das wird trotzdem heißen, dass man so ziemlich Urlaub in Spanien machen möchte oder am besten in irgendeiner Äquatorregion, keine Ahnung was. Keine Ahnung was, Zentralafrikanische Republik oder so. Und das ist ebenfalls wenig praktikabel. Selbst ich, ihr habt ja meine Transit-Videos vielleicht gesehen, ich bin in Shanghai, ich bin in Peking, ich bin in Moskau im Tanktop rumgelaufen, weil ich einfach überall nur geschwitzt habe. Das heißt, ich hatte quasi extrem, schon für meine Verhältnisse, extrem viel Exposition zur Sonne und ich hatte trotzdem einen Vitamin-D-Mangel. Beziehungsweise ich hatte halt einen, ja, gefühlten Vitamin-D-Mangel, was halt auch nicht wissenschaftlich ist, das gebe ich zu. Allerdings ist das halt bei mir so, wenn ich merke, dass ich irgendwie im Herbst, Winter depressiv bin, weiß ich in der Regel, wenn ich eine Vitamin-D-Tablette schlucke, macht es das wieder. Und das ist noch sowas, was McDougall halt ignoriert, dass er sagt halt, ja, Vitamin-D-Tabletten sind per se gefährlich und ich denke nur halt, ganz ehrlich, was ist denn die andere Möglichkeit, wenn es bei mir anscheinend nicht funktioniert, im Sommer die ganze Zeit nach draußen zu gehen, um genügend Vitamin D zu bilden, wenn ich es auch durch Nahrung nicht reinbekommen kann, weil so viele Vitamin D angereicherte Pilze kann ich nicht essen, von denen man nicht einmal weiß, ob da wirklich genug Vitamin D drin ist. So viel Avocados kann ich auch nicht essen, weil da sagt McDougall dann wieder, ist zu fett. Und was bleibt mir denn dann anderes möglich? Also was bleibt anderes übrig als Supplemente? Nichts. Dementsprechend denke ich schon, dass es für die Mehrheit an Leuten ja sinnvoll ist zu supplementieren. Ich würde mich zum Beispiel dafür auch persönlich nie unter die Sonnenbank legen. Zum einen, weil ich das nicht, weil ich Sonnenbank allgemein irgendwie nicht cool finde. Ich mag den Look nicht, den man davon bekommt. Ich sehe halt einfach nicht gerne gebräunt aus. Das ist halt der eine Grund. Und der andere Grund ist, dass für mich dann die Nachteile doch eher überwiegen. Auch wenn ich mich damit nicht wirklich beschäftigt habe, muss ich sagen, weil es für mich eh nicht in Betracht kommt persönlich. Dementsprechend muss ich supplementieren. Zack. Geht nicht anders. Und was ich halt zurzeit nehme, ist hier Vitamin D3 Depot von Vitabay. Habe ich bei Amazon gekauft. 5000 internationale Einheiten, 120 Tabletten. Kostet, glaube ich, irgendwie 11 € oder sowas. Link schreibe ich euch drunter. Und jetzt wird die Frage kommen, was ist mit K2? Ob man das wirklich dazu nehmen muss? Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich nehme es nicht momentan. Ganz einfach auch, weil die Tabletten, die ich habe, sind ohne K2 und ich habe davon, wie man hört, auch noch einen ganz schönen Vorrat. Und irgendwie lese ich diese Sachen, dass man K2 nehmen muss, halt immer nur auf so komischen Webseiten, die einen dann, K2 verkaufen wollen. Dementsprechend bin ich mir dann noch unsicher. Ich habe auch momentan einfach keine Zeit, das zu recherchieren. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe morgen eine Klausur, also am Mittwoch, habe ich am Dienstag eine Klausur, am Montag eine Präsentation, bis Donnerstag eine Abgabe für ein Paper. Danach fahre ich für ein paar Tage weg. Im Januar habe ich direkt wieder Klausuren und im Februar und März mache ich Praktikum. Das heißt, ich komme vielleicht im Februar, März oder so Ende Januar dazu, sowas zu recherchieren. Dementsprechend, ja, vertraut mir da nicht blind. Ich nehme es nicht. Punkt. Das ist mein momentaner Status. Ich nehme es nicht. Ich nehme nur Vitamin D3 am Tag, 5000 Einheiten. Das ist das, was für mich irgendwie funktioniert im Sinne von, ich fühle mich nicht den ganzen Tag scheiße, ich fühle mich nicht den ganzen Tag depressiv und habe auch mal Lust, aus dem Bett zu gehen, so ungefähr. Das ist bei mir so 5000 internationale Einheiten wert. Es gibt da verschiedene Marken. Wie gesagt, ich habe halt das von Vitabay. Es gibt auch noch eins von, ich glaube, Vegetology oder so. Vitaschein oder Vegetology, ich weiß es gerade nicht. Vitaschein, die drei, das hatte ich auch. Das schmeckt viel besser als das, was ich habe. War mir aber auf Dauer zu teuer. Allgemein guckt halt, D3 ist nicht immer vegan und D2 aber so ziemlich. Es gibt also diese Sterogyltropfen aus Frankreich, die relativ gut sein sollen. Habe ich aber, wie gesagt, auch noch nicht ausprobiert. Ja, das heißt so viel zu dem Thema. Ich gehe nicht kritisch genug mit McDougall ins Gericht. Ja, tue ich bei Vitamin D zum Beispiel doch. Ich finde, dass er seine Ansichten da einfach nicht gelten, wenn man nicht in Kalifornien wohnt.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht sehen wir uns in einem nächsten Video. Wenn ihr das möchtet, dann klickt auf den Subscribe-Abonnieren-Button. Guckt auch, ob ihr noch subscribed seid oder abonniert seid, weil YouTube momentan diesen komischen Bug hat, dass man irgendwie von Kanälen einfach vollkommen willkürlich entabonniert wird. Das ist mir zum Beispiel bei anderen Kanälen passiert, wo ich dann einfach nicht mehr abonniert war. Wir sehen uns in einem nächsten Video.